ein anderer italienischer Hersteller. Auf jeden Fall zwei 12,7 cm Maschinengewehre an Bord, zweimal 7,7 und da habe ich noch eine Kanzel, auch ein 7,7er. Allerdings ist es so, den Schützen kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Es gibt noch drei Rüstsätze. Ich habe Bombenlast natürlich mit an Bord, die höchste, die jetzt möglich ist. Wie gesagt, der Schütze ist eigentlich relativ nutzlos. Er macht schon mal Treffer, aber da ich ja erst die Italiener angefangen habe zu spielen, sind die natürlich noch nicht weit genug, um jetzt irgendwie großartig irgendwas ja, zu leisten. Ne? Ich habe 450 Kilo Bomben, wie man sieht, an Bord. Und das ist auch ziemlich alles. Natürlich landet man in dem Bereich, weil es ein Reserveflugzeug ist. Schlachtflugzeug übrigens. Ist man in dem Bereich noch relativ kleineren Gegner. Nee, das kriege ich jetzt so nicht beendet. Schon wieder nicht. Nee, also es sind überwiegend leichte Fahrzeuge. Und die kriegt man auch mit 50 Kilo Bomben, kriegt man auch mal drei weg. Vielleicht auch mal vier. Da ich sie ja meist hintereinander ausklinke, kann auch mal sein, dass mal 12 Fahrzeuge auf einmal hinfort gesprengt werden, so würde ich es ausdrücken. Aber was? In der zweiten. Okay, jetzt nee, ich war gerade abgelenkt, wollte das da lesen, was da steht. Ist ein ziemlich cooles Flugzeug, solange man nicht auf den Schützen angewiesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab doch einiges auch weggeschossen mittlerweile. Und klar, Reserveflugzeug jetzt aufzuwerten, dauert nicht so lange, wenn man mal nicht zwei, drei Runden fliegt, dann ist das Ding ja fast durch. Mit dem Premium-Konto sowieso. Ich wollte jetzt aber nicht mehr irgendwie ausgeben als ohnehin jetzt nötig, weil ich bin es gewohnt mittlerweile mit Premium zu spielen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und habe jetzt auch nicht nochmal Golden Eagles geholt, um die Mannschaft jetzt soweit aufzuwerten. Das heißt, ich vergib die Punkte so, wie ich sie verdiene. Und das hat halt auch dann zur Folge, dass der Schütze jetzt noch nicht so hoch geskillt ist, dass er jetzt wirklich das Weiße im Auge wegschießen kann, ja, beziehungsweise das Schwarze im Auge mit dem Weißen vom Gegner. Also, ja, muss ich mich da doch schon ein bisschen selbst auf mich selber verlassen irgendwie. Man sieht, ich habe hier die 12, die 12 habe ich, 12,7 habe ich mit Luftzielmunition, gepanzerte Ziele habe ich bei der Kanzel und Allzweck vorne nochmal. Und ich weiß nicht, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe die 100 da drin. Also zwei 100 Kilo Bomben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf was anderes kam. Ich habe mich, glaube ich, einfach von der von dem Standard-Text, der da stand, irritieren lassen. Ist auch egal. Also 100 Kilo, zweimal 100 Kilo habe ich an Bord. Das heißt, ich kann eigentlich noch mehr wegreißen in einem größeren Radius. So, ich raste jetzt mal einfach auf den Bulk da vorne zu. Dahinter erscheinen eigentlich noch mal welche, wenn ich mich nicht täusche. Der CR-32 fliegt schon rüber. Quaker. Den könnte ich sogar. Naja. Jetzt habe ich mich ein bisschen von meiner eigentlichen Position entfernt. Ich gebe mal hier einen rauf. Müssten jetzt zwei weggehen. Nee, sogar nur einer war, aber immerhin der Erstschlag. Und die anderen mache ich jetzt hier. Das könnten jetzt drei sein. Tatsächlich. Wir haben sogar drei. Okay, ich bin natürlich nicht so wendig wie die Doppeldecker oder andere Jagdflugzeuge hier. MC-200. Könnte man treffen, ja. Das Problem ist, ich merke schon, das wird eine schnelle Runde hier. Er hat meinen Motor schon stark beschädigt. Aber ich denke, man versteht, was man eigentlich mit diesem Flugzeug hier machen kann. Oder eigentlich auch wie naja, schlagkräftig es ist. So, da kommt der nächste. Und sogar zwei Dinge hier. Oh, kritischer Treffer und den anderen auch einen kritischen Treffer. Das heißt, der könnte vielleicht sogar noch hinübergehen. So, ich war nicht lange dabei. Schade, habe aber in der kurzen Zeit fast 1500 Punkte zusammengesammelt und das nächste Flugzeug zerstört. Müsste sogar Doppelschlag sein. Ich gehe jetzt also mit der Quarter rein. Wie habe ich Quaker davor gesagt? Ja, wie? Quarter. R32, Quarter, Doppelschlag, wie gesagt. Ich könnte jetzt noch ewig fliegen, das Ding. Ich hätte auch zwei Runden machen können oder einen Haufen Gutscheine verwenden können, aber das ist einfach nicht notwendig, denn man hat ja gesehen, was man in der kurzen Zeit damit machen kann, wenn man einen Gutschein
Halt, ist man wahrscheinlich noch ein bisschen besser dran. Ich bin es jetzt gar nicht so häufig geflogen. Ich habe drei oder vier Runden gemacht und hab's dann schon komplett aufgewertet gehabt. So, wir haben eine Abschlusshilfe, der ist einfach weg jetzt, der Typ. So, BR20DR. Habe ich noch nicht jetzt. Sollte aber wahrscheinlich heute auch noch passieren. Okay, der fliegt zu weit weg und zu schnell vor allen Dingen. Da komme ich so jetzt nicht hinterher. Trotz allem denke ich, dass man ein kleines Bild von dem Flugzeug machen konnte. Den könnte ich noch. Ne. Obwohl, der fliegt auf mich zu. Vorsichtig, großer Henkel. Dann kriege ich den Piloten irgendwie. Ne, nur den Bordschützen. Er hatte leider mehr als einen. Abschusshilfe, weiß jetzt nicht, wer da den letzten Schuss drauf abgegeben hat und ihn ausgeschaltet hat. Was haben wir denn noch hier alles? So, ich schätze mal, dass ungefähr vielleicht einem Jahr, mittlerweile sind sie ja ein bisschen schnell geworden, in einem Jahr vielleicht auch dann italienische Panzer mit dabei sind. Immer das Spiel wird auch nicht jünger, ist jetzt schon im fünften Jahr hier. Also ein bisschen Grad sollen sie noch geben. Wahrscheinlich werden sie noch mal ein bisschen an der Grafik rumschrauben. Ich meine, noch sieht es ja relativ gut aus. Den vielleicht hier? Nee, der will sich nicht so einfach hier. Wegzimmern lassen. Ja, dann konnte ich den Satz wenigstens noch beenden. Das wird knifflig hier. Ich will ja auch immer die Klappen ausfahren. Ich weiß aber, dass es hier keine gibt. Das ist einfach nur Angewohnheit. Macht ja in dem Fall sowieso keinen Unterschied hier, also ist auch nicht so wild, wenn man da mal die Taste drückt. Ja, er versucht jetzt hier ein bisschen mit Kuddelmuddel-Manövern hier irgendwie davon zu kommen. Kotzt mich eigentlich an, weil so würde kein Pilot fliegen, aber er tut's halt. Und es ist ja ein Spiel, also hat man die Möglichkeit, solche unsinnigen Sachen durchzuführen hier. Dann vielleicht doch die lieber die Heinkel da. Wenn ich schon sehe, wie er da rumfliegt, das Ding wie. Oh Gott, du denkst auch, du bist ja hier, ne? Kleiner Schwabbel. Gut, okay, der ist mir jetzt einfach zu doof da irgendwie. Ich glaube, dass er jetzt nicht zurückkommt und dann versucht einen Schlag zu landen. Yes, das ist verreckt doch. Stirb! Auch nicht so einfach. Ja, ja. Das Blöde ist hier, da wurde gerade, glaube ich, auf mich geschossen. Ja. Wie gesagt, aufgrund meiner beschränkten Geschwindigkeit jetzt hier gerade, muss ich natürlich ständig die Ziele wechseln. Ich kann einfach nicht wirklich jetzt Flugzeuge verfolgen. Abschusshilfe, welcher war das? Keine Ahnung. Ihr habt ja gerade da jetzt in den Chat geguckt oder beziehungsweise in die Hinweise, aber ich habe nicht gesehen, dass sein Name mir irgendwie bekannt vorkam. So, jetzt vielleicht auf die Fury. Da könnt ihr vielleicht noch hinterherkommen. Würde wohl auch eher eine Abschlusshilfe sein. Oh, der brennt. Ja. Gut. Immerhin. Oh, der ist auch schon weg. So, die P26 schaffe ich ja vielleicht auch noch. Müssen wir rangehen da. Oh ne, der brennt schon ziemlich stark. Und die halten nicht allzu viel aus, also wird das schnell weg sein. Aber hier ist noch eine Quarter. Quarter, glaube ich, spricht man das aus. Nicht Quater. Also. Denn es ist ja ein italienisches Flugzeug. Schade, ich würde eigentlich gerne die BA nochmal fliegen. Der ist auch weg. Okay, ich sammle hier ordentlich Abschusshilfen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja sogar auf Rang 3. Also auf den dritten Platz.
weiß ich nicht, was machen wir jetzt hier? Ein paar Bodeneinheiten noch, ne? Muss man natürlich auch treffen, die Jungs hier. Und den vielleicht auch noch. Ui, wow. Knappe Sache. Mir ist auch schon passiert, dass ich abgestürzt bin. Oder von der Flagge abgeschossen wurde. Kommt halt mal vor. Hier noch einer. Und der ist schon weg. Und oh, entscheidender Schlag, das war's. Zweiter. Immerhin in so kurzer Zeit knapp 3000 Punkte ist okay. Ich habe 4 Flugzeuge abgeschossen, da kann man auch nicht meckern, aber jetzt mit dem nur ein. Immerhin! Ja! Quarter ist fertig. PA-65 K-14 L. Heißt das Flugzeug hier. Ich war nur kurz dabei, aber wie gesagt, ich glaube, man konnte sich ein Bild machen und die meisten haben es wahrscheinlich eh schon geflogen und ja, würde man sagen, probiert es mal selber aus. Ist ein ganz witziges Ding. Nur der Heckschütze ist halt ein bisschen scheiße. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo und bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.